So, wir sind jetzt in der Nähe von Good Neighbor. Von dort aus werden wir erstmal ja, irgendwie in die Richtung gehen. Wäre mir jetzt am liebsten. Piper, komm mal mit. Wie kommen wir da zum günstigsten hin? Ich brauche mal irgendwie Wege. Ich müsste in die Richtung, aber das funktioniert nicht so ganz. Das heißt, ich werde außen rum müssen. Oh Gott. Ah! Wo ist er? Komm. Echt jetzt? So wie ich... Jetzt hat sich der Wout selber verfangen. Mach den Wout doch kaputt. So. Ist ein Mischlingshund, Leute. Da habe ich kein schlechtes Gewissen diesbezüglich. Also ich ignoriere auch alles. Wir werden uns wirklich damit beschäftigen. Da wir jetzt so viele Aufgaben auf einmal haben, werde ich wirklich brav sein und den Weg gehen, der mir vom Spiel geraten wird. Ich denke mal, den Weg kann ich jetzt gehen. Immer noch richtig? Ja, sieht gut aus. Soll ich da lang gehen? Ja, sieht alles in Ordnung aus. Darf ich mir das Motorrad nehmen? Sieht hübsch aus. So, wie kommen wir jetzt hier rein? Wer ist da hinten? Warum rennt er weg? Ja, komm, er kann mich gar nicht gesehen haben, bin unsichtbar. Was? Wir sind hier nicht allein, Bro. Ich weiß. Hey, sie sind hier. Das sind natürlich diese scheiß Gunner, die eh so stark sind. Aber wir haben ja mittlerweile... Gott sei Dank schon so viel von dieser Munition hier. Dass mir gefühlt erstmal alles egal sein kann. Guck mal, da hat er E-Fusionszellen für mich. Sehr geil. So. Da ist eine Kumu. Entdeckt von wem? Wer ist hier? Das war ein Geschütz, das ich erblickt habe und mich sofort drum kümmern wollte, wenn du nichts dagegen hast, Piper. Aber bin ich jetzt hier überhaupt korrekt? Ah, super. Okay. Okay. Sieht buggy aus. Muss ich da rein? Nur eine Verwendung für das Zeug geben würde. Aber die Frage ist, wo ist der Eingang zu diesem lustigen Häuslein, zu diesem Laboratorium? Hier vielleicht? Ja, Moment mal, hier bin ich doch gerade hoch. Oh Gott. Viel Gebrüll und wenig Hirn, das sind die Raider, Mann.
So, ich nehme mir von denen eh nur die Munition. Was anderes interessiert mich ehrlich gesagt auch gar nicht. So. Kann das sein, dass ich da vielleicht hoch muss? Ich probiere es mal aus. Hat er nicht gesagt, irgendwo ganz weit oben muss ich das Ding platzieren? Dann würde das vielleicht sogar Sinn machen, dass wir jetzt darauf rennen. Oh ja, wir sind tatsächlich richtig. Ich habe jetzt einfach zusammengezählt, er sagte irgendwo drin. Dann gehen wir mal rein ins Hochhaus, ne? Das Hochhaus, so ja auch die Questaufgabe. So. Oh, hier ist ein Gunner. Was ist denn hier los? Was ist denn? Darf ich nicht rüber gucken? Okay. Ich kann es mir nicht wegoperieren. Was? Sitzt da einer auf dem Klo? Nein. Hier sind auf jeden Fall Gunner, da müssen wir aufpassen. Okay. Das alles? Ah, fuck. Bist du noch immer da? Wir rufen einfach nicht, wenn Schluss ist, oder? Vielleicht soll ich gegen menschliche Gegner doch lieber mal meine... meine Shotgun nutzen, oder? Immerhin ist die gegen menschliche Gegner am besten. Oh. Oh. Sichere das Versteck. Erledigt. Das war irgendwie einfach. Oh, hier ist ein Smoking mal mit Hut. Geil. Smoking mit Hut nehme ich doch gerne mal mit. Aber das klingt fast so, als wäre hier noch irgendwas. Wir haben jetzt eine, dann ist ja gar nicht das, gar nicht, was ich wollte. Ich wollte ja eigentlich Mia befestigen. Deswegen bin ich ja auch mit dem Hochhaus da am Spekulieren gewesen. Aber schreien die jetzt schon für sich selbst? Gunner, ist das auch euer Schlachtruf oder was? Aber wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, wir haben gerade nur was anderes gesichert. Wo ist denn hier noch einer? Irgendwer hat hier noch rumgebrüllt. Will ich wirklich mit dem Aufzug hoch? Warum nicht? Nach oben. Ja, ich bin gespannt, was passiert. Ich glaube, hier oben geht es jetzt noch mal ein bisschen zur Sache. Ach, die kämpfen hier mit Supermutanten. Ist ja süß. Ich würde jetzt ganz gerne den Supermutanten eigentlich gar nicht angreifen. Nachdem hier der Virgil mit unser bester Freund geworden ist. Okay, der hat eine Planke dabei. Warum hat er eine Planke dabei? Weil die Supermutanten immer Planken dabei haben. Das sind komische Wesen. Und da oben ist noch scheinbar der übelste Krieg zwischen denen. Wo ist noch einer? Weißt du was? Gegen Supermutanten hilft immer noch das am besten. There we go. Und hier sind scheinbar noch mehr.
Aber sie haben keine Chance. Noch jemand? Hallo? Ich hab das Gefühl, ich laufe im Kreis. Und genau das habe ich wohl getan. Wo fahren wir mit dem Aufzug hin? Nach unten? Nein, noch weiter nach oben. Ach, guck mal. Sehr interessant. Hier ist... Ja, nee. Oh. Oh! Immer wenn das ertönt, ist das nicht gut bei uns. Oh, diese legendäre Zeitlupe ist so awesome. Die ist einfach so awesome. Das war's, du warst der Chef dieser Bande hier. Hey, du hast die gleiche Brille wie ich? Das ist nicht okay. Ja, das war's. Das war nicht mehr sehr spannend. Na gut, dann sind wir hier weg. Aha. So, das Gebiet ist gesichert. Wir reden dann nachher mit Pam. Das heißt, jetzt Mia noch hinsetzen. Mila. Und das Passwort finden. Wenn wir nicht irgendwann wieder in den Ladezeiten dieses Spiels gefangen sind. Das werden wir definitiv noch öfter sein. Hallöchen! Oh! Das konnte ich jetzt auch nicht ahnen. Oh oh. Lauf! Oh, ich hab sie gerade noch gesehen. Ich hab sie gerade noch gesehen, diese scheiß Granate. Bin aber zu langsam gelaufen. Ja, ja. Ah! Verdammt noch eins. Ich muss den Scheiß vor allem nochmal machen. Der Wauzi. Ich darf vielleicht echt nicht vergessen, dass wir mittlerweile einen Schwierigkeitsgrad höher spielen. Die mir dementsprechend schon ganz schön aufs Maul hauen, wenn ich Scheiße baue. Das sollte ich vielleicht nicht unterschätzen. Hier war aber nichts, ne? Da bin ich aber gerne in der Leere. Sind wir rausgegangen und da drinnen wartet jemand, also da draußen wartet jemand auf mich, weshalb ich hier mal ein bisschen aufpassen sollte, beziehungsweise... Oh, jetzt muss man die Ladezeit nochmal überleben. Boah. Das ist nicht okay. Aber gut. Jetzt bin ich drauf vorbereitet. Irgendwann mal. Ach komm, ich nutze die Chance. Dann gibt es ein bisschen was zu trinken. So muss das. So. Komm!
komm! Hau raus! Ladezeiten können nur vorbei sein. Gute Nacht an den Typen, der irgendwelche Buchstaben miteinander gesetzt hat. Ach komm schon. Das ist ja Wahnsinn. So, jetzt aber. Was ist das? Scheiße, stopp dich! Er hat mit dieser Scheißgranate einfach tatsächlich perfekt getroffen, ne? Diese Pisser! Reicht aber dann auch. Ja, Pipers wird schon irgendein fucking Supermutant irgendwo gewesen sein. Ich höre doch noch welche. Okay, hier, Hauptsache ich aktiviere irgendwelche Knöpfe, ohne zu wissen, was passieren wird. Kann man hier auch sonst so hin? Nicht, ne? Irgendwo wird hier noch... Ist das einer im Poweranzug? Ah, ich habe einen Aufzug geholt. Okay, sah so aus, als wäre es ein kompletter Poweranzug, war es aber nicht. Zumindest nicht komplett. Oh, da oben sind noch welche. Wo ist Piper eigentlich? Hauptsache, das war ein Legendärer und er war übel schnell down. Das war ja ein Billo. Unaufhaltsamer Flammenwerfer. Füllt deine Aktionspunkte beim kritischen Treffer wieder auf. Naja. Da haben wir definitiv schon Cooleres gesehen. Wir sind aber scheinbar immer noch auf dem richtigen Weg. Zumindest. Ich gehe da mal ganz kurz runter, nur um zu gucken, was hier noch ist. Das ist aber schon super interessant, oder? Weil diesen ganzen Weg, den wir hier zum Spaß mehr oder weniger gegangen sind, stellt sich schon irgendwie als richtig heraus. Ist hier noch wer? Dann gehen wir mal rein. In Hub 360. Ich muss ja ganz oben das Mila-Ding platzieren. Also war mein Gedanke, dass ich irgendwie nach oben muss, schon richtig. Ich gehe mal davon aus, dass wir noch weiter nach oben müssen. Was für ein Lurch? Mann, wie es bei euch aussieht. Wie wollt ihr hier leben, Mann? Das ist ja eklig. Was ist nur los mit euch? Oh, ein legendärer Mutant redet. Dann sollte ich mich vielleicht beherrschen. Kann es sein, dass hier unten nichts ist und ich muss außen rum gehen? Oder ich fahre auf Zug. Auch okay. Zweiter Stock. Na, wo ist unser legendärer Kollege? Bin einer jetzt zu weit oben, oder was? Naja, ist er safe hier irgendwo. Wie gut, dass ich gerade gespeichert habe. Ich habe mir da schon gedacht, dass ich in irgendeine Falle laufe. Ich kenne mich doch. Warum er die jetzt war? Da oder was?
Aber ich soll jetzt wieder raus? Hä? Jetzt bin ich langsam verwirrt. Bin ich jetzt so weit nach oben gefahren? Ich wollte eigentlich schon den Supermutanten sehen, aber... Oh, gleich Level up, cool. Ich weiß eh gar nicht mehr, wie ich skillen soll, deswegen ist mir das eigentlich auch gerade ziemlich egal. Wir kommen ja auch so gut durch. Oh Gott, Ladezeiten. Die machen mich fertig. Ich brauche Beschäftigung während Ladezeiten. Ich brauche irgendein Minispiel. Das ist ja schlimm. Das habe ich schon wieder ganz vergessen in der Zeit, wo wir nicht gespielt haben. Wie krass es war. Na, 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 na. Ach komm, jetzt schon, bitte. Ohne Witz, es gibt doch mittlerweile Spiele, die haben Minispiele in ihren Ladezeiten. Warum in so einem Spiel, wo es... Da spielst du Just Cause im Moment, weißt du? Und die Welt ist auch gigantisch groß und da geht das auch schneller. Was ist das? Bin ich ja wieder unten? Oh nein, wir haben nicht mehr 999 Schuss! Warum willst du dich jetzt verstecken? Warum rennst du weg? Wieso habe ich dich denn wütend gemacht? Ich habe noch gar nichts getan eigentlich. Oder liegt es daran, dass ich hier die Wauzis angreife? Kann das sein, dass ich jetzt... Yeah, Level up! Okay, pass auf. Was sagt die Karte? Nein, noch so ein Wauzi. Meine lieben Supermutanten, ihr werdet immer lästiger, wisst ihr das? Okay, das klang so, als hätte irgendjemand hier gerade mit Raketen geschossen. Na klar, ein Ghoul. Wo ist eigentlich Piper? Jetzt mal ernsthaft, wo ist eigentlich die Piper hin? So, der hat schon mal keine Arme mehr. Na komm raus jetzt. Du! Ein legendärer Albino-Mischling, okay. Und mutiert. Oh, soll ich dir was sagen? Finde ich gut. Ach komm schon, jetzt kann er mal down gehen, oder? So. Beschleunigt die Regeneration deiner... Ja, ist okay, aber...
Auch nichts Besonderes. Scheiß Ghoul, Mann. Und dann nur ein Spielzeugauto dabei. Wahnsinn. So, und was genau treiben wir hier eigentlich? Wir waren doch eigentlich schon richtig, oder nicht? Bin ich jetzt echt wieder nach unten gefahren, anstatt weiter nach oben? Habe ich das wirklich falsch gemacht? Das wäre eigentlich ziemlich traurig. Ich glaube, ich hätte mit dem einen Ding nicht runterspringen dürfen, ne? Da, wo ich runtergesprungen bin, ich glaube, ich hätte einfach in das obere Teil rein sollen. Da, wo der legendäre Supermutant noch war. Wäre blöd. So. Genau, hier war ich. Ich wette, ich muss da oben hin. Also Gott sei Dank ist hier diese Schnellreisefunktion recht genehm. So, und diesmal gehe ich nämlich hier rein. Ich bin da nämlich runtergesprungen. Ich glaube, das war ein Fehler. Und von hier aus müsste ich wahrscheinlich noch weiter nach oben und dann Mila endlich mal platzieren. Vielleicht treffen wir ja doch noch auf den legendären Supermutanten, das wäre cool. Ja. Das Geräusch da! Was soll das sein? Ich bin das. Und ja, mit dem Aufzug geht's dann wahrscheinlich nach oben. Wir waren. Wir sind hier nicht allein. Ach, Piper ist wieder da. Ach was. Auf einmal ist die Piper wieder da. Ja, Mensch. Zeit wird's. Mal wiedersehen. Was hast du für mich? Reduziert ihn durch Menschen verursachten Schaden um 15%. Das klingt ehrlich gesagt sogar ziemlich gut. Kann es sein, dass es besser ist als das, was ich habe? Ich habe nämlich auch nur so ein. Hier, das Killers Metallrüstung. Nee. Ich habe Blei verkleidet. Ist halt ein bisschen besser. Aber wenn wir mal ehrlich sind, den durch Schaden durch reduzierten verursachten Schaden um 15% ist dann wahrscheinlich letztendlich irgendwie besser. Das ist ganz gut. Und ja, ich weiß, wir haben 2 Level-Ups, aber es ist uns egal, wir brauchen sie nicht. Wir müssen sie so gesehen nicht verbrauchen. Alter, was ist denn hier schon wieder passiert? Ich verzichte auf Brustkorb und Wirbelsäule. Hätte ich hier irgendwo hochkommen? Habe ich das vorhin übersehen? Keine Ahnung. Scheinbar. So, mit dem Aufzug geht es jetzt aber noch weiter nach oben, ne? Komm mit, Piper. Okay, es geht ziemlich lange nach oben. Dann wird das schon jetzt richtig sein. Alter, er fährt übelst lange. Aber wir sind jetzt auch draußen. Na, das nenne ich doch mal eine Ladezeit. Das war euer letzter Fehler. Siehst du, das war jetzt richtig geil. Es war eine Ladezeit nach oben und es hat sich was bewegt im Spiel drin. So muss das sein. Was ist hier verbessert und gebündelt? Ist das eine Waffe?
Okay. Ist die besser als meine jetzige? Alter, die ist besser. Yo, die ist ja besser. Hatte hier einfach eine verbesserte und gebündelte und eine optimierte und die ist tatsächlich besser als meine verdammte Community-Herrschaft. Hat zwar weniger Präzision, was aber jetzt nicht schlimm ist. Aber die ist eigentlich so deutlich besser. Scheiß auf die Community-Herrschaft. Yo. Okay. Das finde ich mal definitiv cool. Und warum soll ich jetzt hier wieder rein? Ah ja, deswegen. So, Miele aufbauen. Ich denke mal, wir sind hoch genug. Es ist nicht der höchste Punkt. Ich weiß nicht, warum, was da deren Problem ist, aber scheiß drauf. So. Wir erstatten dann gleich Bericht, haben aber auch noch eine Sache zu tun, oder? Wir haben hier zweimal Bericht erstatten. Pam-Bericht erstatten, Tüftler-Tom und... Hol dir das Kennwort für den Code Defender im Institut, oder was? Okay, dafür müssten wir also ins Institut zurück. Bevor wir das machen, gehen wir zum Railroad zurück. Erstatten Bericht und dann gehen wir zurück zum Institut.